Andreas Dittmer, Katja Seitzinger und Gerd Schönfelder. Im Sport haben sie alles erreicht. Jetzt sind sie auch in der Hall of Fame des deutschen Sports und sichtlich berührt bei der Ehrung bei Adidas in Herzogenaurach. Es ist schon sehr beeindruckend, dass man jetzt auch Mitglied dieser Hall of Fame ist. Also ich fand, das ist eine sehr, sehr große Ehre für mich. Was Besonderes. Ich glaube, so richtig registrieren tue ich das erst später, was das bedeutet. Es ist ein tolles Gefühl. Eigentlich ist es gar nicht genau zu beschreiben, aber es ist eine besondere Ehre. Nur die größten Sportler schaffen es in die Hall of Fame, die die Deutsche Sporthilfe ins Leben gerufen hat. Insgesamt hat sie nun 113 Mitglieder. Um überhaupt aufgenommen zu werden, zählen aber nicht nur die Erfolge. Sie haben Herausragendes sportlich geleistet, haben den Leistungssport auch in der Welt mitbestimmt in ihrer Disziplin. Und alle drei stehen darüber hinaus auch für Haltung im und neben dem Sport. Also herausragende, würdige Preisträger, die wir heute dankenswerterweise in die Hall of Fame aufnehmen dürfen. Wir sind überzeugt, dass jede Gesellschaft braucht Vorbilder. Und Sportler ist in vielen Fällen ein sehr positives Vorbild für die Gesellschaft. Und deshalb ist Hall of Fame genau das Richtige. Katja Seitzinger, eine der erfolgreichsten deutschen Abfahrtsläuferinnen aller Zeiten, dreimal Olympiagold und Weltmeisterin. Andreas Dittmer, der Ausnahmekanute, dreimal Olympiagold, achtmal Weltmeister. Gerd Schönfelder, der beste deutsche Behindertensportler, den es je gab, 16-facher Paralympicsieger und 14-facher Weltmeister. Drei Ausnahmesportler, von denen man viel lernen kann. Jeder Sportler, der hat das Ziel, ganz vorne zu sein, sprich dieses Ziel verfolgt er mit einer gewissen Disziplin und auch einem natürlichen Ehrgeiz. Aber nur wenn man Spaß hat, kann man und das die große Leidenschaft ist, dann kann man auch richtig erfolgreich sein und besser sein als andere. Ich glaube, wenn man ganz hart an eine bestimmte Sache glaubt und fest daran arbeitet und da konsequent, diszipliniert und auch dieses Fokus, dieses Ziel nie aus den Augen verliert, ich glaube, dann kann man ganz viel erreichen. Sie sind die Größten und dennoch sind sie auf dem Boden geblieben. Zu Recht sind sie jetzt als Vorbilder in der Hall of Fame des deutschen Sports.